Hi, ich bin Jenny. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe gerade Tommy bei mir. Hi. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache heute endlich mal das Q&A. Und ich bin gerade nicht in meinem Zimmer, weil es draußen so laut ist, also so windig ist. Und dann schlägt es immer gegen die Jalousien. Und dann macht es nicht so viel Sinn, weil man dann nicht so viel hört. Genau, und zwar wollte ich heute das Q&A machen. Und ich habe mir das richtig cool vorgestellt, dass ich die Fragen so auf meinem Handy habe und dann so vorlese und antworte und dann ich auch weiß, von wem die Fragen dann sind. Aber ich habe ganz vergessen, dass ich ja mit meinem Handy filme, also macht das jetzt nicht so viel Sinn. Genau, ich habe mir sie halt jetzt hier aufgeschrieben und außerdem habe ich auch viele gleiche Fragen bekommen, deswegen habe ich versucht, die immer so ein bisschen zusammenzufassen. Wie bist du dazu gekommen, Au-pair zu arbeiten? Ich wusste lange Zeit nicht, was ich nach dem Abi machen soll. Ich glaube, das habe ich auch schon in voll vielen Videos. Alter, der hart. Du hart. Okay, tschüss. In dem ersten Video so. Okay, also irgendwie hat es jetzt mit der Collection. Also irgendwie hat es jetzt mit der Location nicht so ganz geklappt. Deswegen mache ich es jetzt einfach hier in meinem Bett, weil die Familie ist jetzt wiedergekommen und es ist ein bisschen random, wenn ich dann so im Bad sitze und ein Video mache. Ist irgendwie komisch. Deswegen bin ich jetzt in mein Zimmer verschwunden und die Kinder baden auch gleich. Deswegen, wie bist du dazu gekommen, als Au-pair zu arbeiten? Und zwar war das bei mir so, ich wusste richtig lang nicht, was ich nach dem Abi machen soll. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall ins Ausland will, weil ich schon immer ins Ausland wollte. Ich wollte auch schon immer, das war so mein Traum, so eine Weltreise zu machen. Ich dachte immer, ich will auf eine Videoschule gehen, aber irgendwie hat sich dann so ergeben, dass ich dann Au-pair werden wollte. Und das war auch ziemlich spontan, letztes Jahr im Dezember, also kurz vorm Abi sozusagen, wusste ich dann so, was ich danach machen will, und dann war ich mir auch zu 100% sicher. Also das, bei mir ist es immer so, ich bin mir lange Zeit unsicher und dann, wenn ich mir sicher bin, dann bin ich mir meistens ziemlich sicher. Und dann habe ich halt immer diese Videos von Tammy Hambro angeguckt, wie ich auch schon in meinem ersten Video gesagt habe. Und sie hat halt zwei Kinder und ich fand es immer richtig toll, wie sie mit den Kindern umgegangen ist. Und sie wohnt auch hier in der Nähe an der Gold Coast. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, was mit Kindern zu machen. Dann bin ich auch auf den Geschmack gekommen von Australien. Wie lange wirst du Au-pair sein in Brisbane? Also ich werde im Gegensatz zu vielen anderen keinen Reisemonat machen am Ende, weil ich halt reisen will während der Zeit, wo ich hier bin. Und irgendwie habe ich auch keine Freunde, die das mit mir machen können oder so. Und keine Geschwister. Also mein Bruder ist ja 10, deswegen klappt das leider nicht. Genau, und ich werde, also im Moment bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch bis Juni bleiben werde. Weil im letzten Video habe ich ja gesagt, ich möchte gerne nur wahrscheinlich bis März bleiben. Aber jetzt denke ich mir so, mir gefällt es hier gerade so gut und ich bin gerade in so einem Hochpunkt, wo es mir gerade richtig gut gefällt, und deswegen möchte ich bis Juni bleiben, am liebsten auch noch länger, am liebsten hierher ziehen. Nein, aber ich finde es richtig nice und das gefällt mir super gut im Moment. Weil irgendwie ist das Backpacken nicht sowas für mich. Ich mag auch nicht so gerne in Hostels sein und ja, deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass ich hier diese Erfahrung mit der Familie habe und trotzdem noch reisen kann. Wie ist das mit der Fernbeziehung? Ja, mir haben ziemlich viele Leute gesagt, dass es sehr einfach sein wird, und ich finde es gar nicht einfach. Ich finde es total schwierig und es ist einfach nicht eine coole Situation. Sowas ist einfach nicht eine Sache, die man sich wünscht. Vor allen Dingen, weil wir uns ja auch schon 10 Jahre kannten und seit der 5. Klasse in einer Klasse sind und uns jeden Tag gesehen haben. Und schon seit 3 Jahren jetzt zusammen sind und eigentlich jeden Tag immer was gemacht haben. Deswegen ist es jetzt halt ein großer Unterschied, sind auf einmal so seinen besten Freund und seinen Freund halt nicht mehr zu sehen, zumindest jeden Tag. Genau, also das finde ich schon schwierig, aber ich möchte auch nicht unbedingt tiefer drauf eingehen, weil das schon ziemlich privat ist. Wie gefällt es dir als Au-pair? Kannst du es weiterempfehlen? Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen an alle, die Sicherheit brauchen. Also ich bin so ein Mensch, ich mag, deswegen bin ich auch kein Backpacker so, weil ich mag diese Sicherheit, dass ich hier ein Zuhause habe
und wo ich immer wieder hinkommen kann. Eine Sache, die immer gleich bleibt sozusagen. Ich habe Ansprechpersonen, Bezugspersonen, zu denen ich hinkommen kann und fühle mich hier einfach sicher. Also das ist halt für mich ein großer Punkt gewesen, wieso ich Au-pair super gut finde und auch voll gut weiterempfehlen kann. Mentos. Auch eine ganz tolle Idee jetzt hier mit dem Bonbon. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also mir macht es voll Spaß. Ich finde es perfekt für mich. Ja, klar ist anstrengend mit den Kindern und es kommt auch immer auf die Familie drauf an. Aber ich habe halt Glück mit meiner Familie. Ich liebe meine Familie und finde es echt nice. Kannst du Brisbane weiterempfehlen? Ja, das hat mir eine geschrieben, dass viele sagen, Brisbane wäre langweilig. Ich finde es gar nicht langweilig in Brisbane. Klar, die Stadt ist nicht so groß wie Sydney oder Melbourne, aber man kann genug machen. Es gibt die Museen, wo man hingehen kann, die ganzen Büchereien, die South Bank, also der Pool hier. In der Stadt gibt es ziemlich viele Shopping-Center, gibt genug Kinos und alles und sie ist halt dadurch auch nicht so vollgepackt, dadurch, dass sie nicht so groß ist, aber ist trotzdem richtig schön gemacht, finde ich. Und man hat hier halt auch 360 Tage Sonnenschein, also die Wahrscheinlichkeit, dass man mal schlechtes Wetter hat, ist halt sehr gering. Also ich finde es eine richtig schöne Stadt und ich liebe diese Stadt und auch so mein Herz ist so ein bisschen hier geblieben. Ja, immer noch. Also ich bin ja immer noch hier, also genau. Aber ich finde es richtig schön und es macht mir voll Spaß, hier Au-pair zu sein, weil man kann halt auch mit den Kindern richtig viel machen. Die haben auch jetzt an Weihnachten so viele Aktivitäten, wo man hingehen kann und alles kostenlos und auch den Pool und alles. Das finde ich richtig toll. Also für die Kinder ist hier echt perfekt. Es gibt so viele Spielplätze und nicht nur so keine Ahnung, wo eine Rutsche drauf ist und eine Schaukel und das war's, sondern so richtig krasse Abenteuerspielplätze, die sind dann riesig. Und die gibt es hier halt echt viel, ne? Deswegen ist es eigentlich echt richtig cool. Wie findet man auf Facebook eine Familie? Ja, mir haben voll viele Leute geschrieben, ob ich empfehlen kann, ohne Agentur Au-pair zu machen oder mit Agentur. Und ich glaube, das sind so viele Fragen gewesen, das kann man gar nicht in dieses Video noch mit reinpacken, weil das so komplex ist mit den ganzen Erfahrungen von Agenturen und keine Agentur oder Agentur und bla bla bla. Deswegen dachte ich mir, falls es wirklich Leute richtig interessiert, mache ich dazu nochmal ein extra Video, weil es echt vieles, was man dazu sagen kann, finde ich. Und ja, aber ich habe ja, wie gesagt, meine Familie auf Facebook gefunden und das geht relativ schnell. Es gibt Gruppen, wo man sich anmelden kann oder beitreten kann. Halt Au-pair in Brisbane jetzt zum Beispiel, Au-pairs in Sydney oder generell Au-pairs in Australien oder Neuseeland, wo auch immer. Und da kommt man dann innerhalb von einem Tag oder ein paar Stunden schon rein eigentlich. Und dann kann man halt sich vorstellen als Au-pair, Bilder einfügen und dann schreiben einem halt normalerweise Familien oder Familien stellen sich vor und sagen, sie suchen ein Au-pair und haben auch Bilder und Fotos und sagen halt, was sie genau suchen, wann bis wann und so. Und dann findet man wirklich relativ schnell eine Familie. Also finde ich zum Beispiel zumindest, weil ich war ja in Early Beach und ich habe ja dort innerhalb von ein paar Tagen meine Familie gefunden. Und es ging echt zack, zack. Ich finde es auch einfacher als Au-pair World, weil da hatte ich mich auch registriert, aber irgendwie fand ich Au-pair World ziemlich kompliziert, weil man immer tagelang auf eine Antwort gewartet hat und bei Facebook kann man es halt auf seinem Handy machen und ich finde Facebook einfach und eine gute Möglichkeit. Was für neues Essen hast du probiert? Ich habe hier jetzt ziemlich viele Tim Tams gegessen. Acai Bowls habe ich gegessen, die habe ich vorher auch in Deutschland noch nicht gegessen, die finde ich auch sehr lecker. Fish and Chips habe ich auch noch nie gegessen vorher, aber ich meine gut, man weiß ja wie Fisch und Pommes schmecken, aber ja, habe ich halt noch nicht gegessen. Ne? Meat Pies, also so Fleischkuchen, das hört sich richtig eklig an, aber die schmecken eigentlich voll gut. Und Sausage Rolls und so. Ansonsten ist hier das Essen eigentlich ziemlich gleich, finde ich. Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht gegessen habe? Oh ja, Vegemite. Ekelhaft. Die Familie, wo ich bin, hat dann schon mal ein Au-pair und die hat es immer gelöffelt und mit Crackern gegessen und so. Boah, und ich finde das richtig eklig. Es ist halt kein süßer Aufstrich. Es ist halt schon ein Aufstrich, aber es ist richtig salzig und
ganz komisch, ganz merkwürdige Konsistenz auch und ich finde es überhaupt nicht lecker. Hast du viel Freizeit bzw. wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Ich habe jetzt diese Woche, glaube ich, 25 Stunden gearbeitet, durchschnittlich 20 bis 30 Stunden. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Bei meiner Familie habe ich sehr viel Freizeit. Ich habe halt auch genug Freizeit, dass ich jetzt auch mal, habe ja jetzt auch schon ziemlich viele Trips gemacht. Ich habe jetzt eine Woche gebucht oder 8 Tage im Februar nach Neuseeland zu fliegen. Ich bin an den Wochenenden meistens weg. Manchmal habe ich auch so lange Wochenenden, dass ich dann mal von Mittwoch bis Sonntag frei habe oder so. Und dann kann ich halt auch so Tagestrips immer machen oder so Übernachtungen mit Campen und so. Also habe ich eigentlich schon ziemlich viel Freizeit. Ich kann ja mal sagen, wie viel ich jetzt diese Woche gearbeitet habe, beziehungsweise um wie viel Uhr. Also am Montag habe ich von 8 bis 3 gearbeitet, Dienstag hatte ich frei, Mittwoch von 8 bis 12, Donnerstag 8 bis 12 und morgen arbeite ich halt von 8 bis 5. Ja, also ich finde, es geht voll klar mit den Stunden. Diese Woche war auch ziemlich wenig. Ja, aber es gefällt mir immer noch sehr gut. Und genau, der Robin hat noch gefragt, seit wann ich brünett bin. Und ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde wahrscheinlich demnächst so ein Video machen, wie Weihnachten in Brisbane ist, weil ich fand das voll interessant und eigentlich voll cool. Das hat mir der Yannick gesagt, dass ich das machen soll und ich dachte mir, oh, das ist voll die gute Idee. Also danke, Yannick. Oh, ich habe eine Frage vergessen. Wie ich mit dem Gehalt klarkomme. Mit dem Gehalt komme ich eigentlich sehr gut klar. Meine Familie bezahlt mich nach Stunden, was ich richtig gut finde. Aber wenn man reisen will, lohnt es sich auf jeden Fall vorher was anzusparen. Also ich habe vorher auch 2 Monate gearbeitet, habe halt jetzt damit dann meinen Flug bezahlt und habe halt jetzt noch was auf meinem deutschen Konto. Und ich würde sagen, wenn man wirklich hier viel reisen will, lohnt es sich vorher Geld anzusparen, weil so viel verdient man jetzt auch nicht als Au-pair. Wenn man genug spart, kann man es natürlich schaffen, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Sparfuchs. Deswegen, also dadurch, dass ich halt immer zwischendurch hier so reise, versuche ich halt mein Geld von dem Au-pair hier dafür zu sparen und das dafür auszugeben. Aber wenn man wirklich so einen ganzen Monat rumreisen will, würde ich sagen, lohnt es sich eher, vorher Geld anzusparen. Aber ich bin halt auch nicht so gut im Sparen, wie ich ja schon gesagt habe. Aber für mich reicht das Au-pair-Geld auf jeden Fall aus. Ja, wenn man gut damit umgeht, dann könnte man das schaffen. Ich gehe halt gern essen und ins Kino und sonstige Sachen, so Eis und shoppen und alles. Deswegen, ja. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und ich habe alle Fragen beantwortet. Falls nicht, dann schreibt mir einfach nochmal. Genau. Achso, übrigens könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, nicht vergessen, und einen Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, schöne Vorweihnachtszeit noch und bis zum nächsten Mal. Ciao!